Moin und herzlich willkommen zur 466. Rohstoff-Tagesausgabe der Formationstrader am Mittwoch, dem 13. Februar 2013. Und der Blick auf die Edelmetalle: Rot sieht's aus, Silber minus 1,2%, Gold minus 0,48%. Ähnliches Bild in Euro und auch Silber in Euro. Gleiches Bild wie bei Silber in Dollar. Der US-Dollar-Index ist nämlich weitestgehend unverändert und die Minenwerte kriegen ordentlich Druck. Minus 1,7%. GDX-ETF des HOIs ist jetzt in der Nähe der 41-Dollar-Zone. Wir haben hier miteinander besprochen, nichts machen, denn der Markt sieht schwach aus. Der Markt zeigt überhaupt keine Stärke. Gleichzeitig galt es aber auch hier nicht bärisch zu werden, weil wir nämlich hier Volumen bekommen haben am Ende eines Ausverkaufs. Wir hatten hier Volumen, wir haben hier Volumen, also nähern wir uns einer großen Unterstützungszone. Jetzt werden Sie sagen, ja gut, wenn das eine Unterstützungszone ist, da kann man sie doch kaufen. Ja, kann man eigentlich nicht, weil wir hier nämlich noch gute 6% von der untersten Marke der Unterstützungszone entfernt waren. Jetzt sind wir immer noch hier knapp 4% von dieser Marke entfernt. Und es ist nicht eine Marke, wo mehrere Linien zusammenlaufen, wo man sagt, jawohl, das ist jetzt hier diese eine Marke, die man kaufen kann, sondern das ist so eine undefinierte große Zone und davon sehen wir jetzt knappe, ja, mindestens 4% entfernt. Da kann es sein, dass sie also dann am Ende ausgestoppt werden mit 4% und deswegen ist es vom Chancen-Risiko-Verhältnis her nicht passend. Entweder bietet uns der Markt hier was Schönes, Bullisches an oder er bietet uns was Besseres, was das Chancen-Risiko-Verhältnis an. Solange gilt es hier in meinem Dafürhalten, vorsichtig zu bleiben, zur Seite zu treten und nicht zu versuchen, die schwierigen Sachen zu traden. Die einfachen Sachen, die zeigen wir Ihnen, zum Beispiel Silvio. Wer sich das nicht anguckt, in meinem Dafürhalten ist er selber schuld. Also ich gucke mir immer jeden Tag die Ausgabe an, insbesondere auch was zum S&P 500 steht, hat er Ihnen gezeigt gehabt, nämlich den MDAX. Vorgestern hat gesagt, Vorsicht, da könnte ich eine bullische Bewegung voraus sein, aber auch wissen, dass bei 1300, nämlich 13.000, eine große Widerstandsmarke auf uns wartet und dann sollte man auch auf jeden Fall bereit sein, hier Teilgewinne zu realisieren. 1,7% in einem Index wohlgemerkt und das in einer so spät bullischen Phase hat er sehr schön wirklich rausgearbeitet, konnte man sehr schön auf der bullischen Seite ertraden, Gewinne mitnehmen, auf jeden Fall den Stop hier etwas weiter oben platzieren und dann die Position weiterlaufen lassen, falls der Markt hier weiter bullisch bleiben möchte. Trotz des Widerstandes kann einem nichts mehr passieren. Das Risiko ist auf unserer Seite. Wir sind nämlich im Plusbereich. Also kann ich Sie herzlich einladen, in schwierigen Edelmetallzeiten auf jeden Fall immer wieder zu den Indizes rüberzuschauen. Wenn wir uns GLD anschauen, weltweit größte ETF auf Gold, bullisch, gleichschenkliches Dreieck, das gleichschenkliche Dreieck, schauen Sie sich das an, hier, Berührung, Berührung, Berührung und so weiter und so fort, ist heute bärisch aufgelöst worden. Wir sind auch hier jetzt unter diese horizontale Unterstützungszone drunter gegangen, ohne unter diesen Schatten drunter gegangen zu sein. Und was macht das Volumen? Na, das Volumen will nicht kommen. Ich kann es Ihnen sagen, es ist kein Volumen im Markt gewesen heute. Und das ist nicht so richtig bärisch. Wenn so eine Trendlinie bricht, da muss man so richtig Volumen in den Markt kommen. Da muss Zunder hinter stecken. Und dann weiß man auch, okay, jetzt hat Gold ein Problem. Jetzt werden Sie sagen, ja, dann ist es doch jetzt sofort kaufen, dann eben nicht sofort kaufen, weil es nämlich so ist, bärisch wollen sie nicht werden. Wie gesagt, weil hier diese Unterstützungszone bärisch aufgelöst worden ist, ohne dass so richtig Volumen in den Markt reingekommen ist und nur, dass so richtig Panik einbricht. Was man sich klar machen muss, ist, einmal kurz zurück, so, jetzt, hoppala, jetzt haben wir es. So, also, Stange, Bullenflagge als Keil, oberhalb der 61%, 61,8% Retracement-Marke. Dann auf der anderen Seite, also Stange, Flagge, bärisch aufgelöst worden. Hier wiederum kein Volumen drin. Sie sehen, dieser Markt ist nicht ganz einfach zu traden. Wenn Sie jetzt versuchen wollen, Bär zu werden, haben wir miteinander besprochen, Vorsicht, Vorsicht, immer wieder kommen die Bullen in den Markt, die Zone 16,30, große Unterstützung, viel Volumen, großer Bounce, von der horizontalen Marke hier auch nochmal weggegangen. Also 16,28, große Unterstützung. Wenn das hier drunter durchgeht, dann 16,14, 16,13, nächste größere Unterstützungszone. Wo kommt die Unterstützung rein? Was kein Mensch. Brechen wir unten drunter? Sehr unwahrscheinlich. Und deswegen gilt es auch vorsichtig zu sein, hier einfach irgendwie jetzt bärisch noch in diesen Markt reinzugehen. In dem Augenblick, in dem wir jetzt das Tief von gestern im Bereich der 16,39 nach unten durchbrechen, hat der Markt auf jeden Fall Potenzial, 10 Dollar nach unten zu machen. Aber Sie müssen auch wissen, dass hier sehr, sehr viele Bullen in dieser Zone da sitzen und darauf nur warten und sagen, na, kommt mal her.
Kommt mal her, liebe Bären, wir werden es euch schon zeigen. Wir haben gestern miteinander besprochen, dass wir hier eine Unterstützungszone aus Sicht der Bullen gesprochen gehalten haben, aber mehr auch nicht, und dass die Zone um die 16,54, 55 großer Widerstand sein wird. Wir machen heute auch ein Tageshoch, typischerweise bei 16,54, 20. Also da greift auch die Widerstandszone, über die wir gestern miteinander gesprochen haben. Wenn man es jetzt hier anguckt, wir machen ein höheres Hoch und ein höheres Tief, zweifelsohne. Wir haben aber eine Verkaufsformation in der Stochastik. Dieses steigende Momentum in dieser Seitwärtsrange, die hilft Ihnen nicht. Das ist nicht wirklich aussagekräftig. Jeder, der sich wirklich mit dem Momentum beschäftigt hat, und alle, die unsere Seminare besuchen, wissen, wie man Momentum berechnet und wie man damit arbeiten kann, wissen, dass man hier mit dieser bullischen Divergenz nicht viel anfangen kann. Eher mit dieser horizontalen Marke. Also, der Tag hat eine Verkaufsformation, auch wenn er überverkauft ist. Erstens. Zweitens, auch der Wochenchart hat gerade eine Verkaufsformation. Also entweder drückt jetzt irgendein Institutioneller auf den Knopf und dann wird dieser Markt steigen, nachdem wir den Hammer gesehen haben. Ansonsten haben wir noch Potenzial nach unten. Auf der anderen Seite, es kommt keine Panik in den Markt. Es ist nicht so, dass die Leute jetzt panisch werden und wir hier mehrere Kerzen nach unten laufen. Und wenn die Panik ausbleibt, dann kann es auch sein, dass der Markt wieder nach oben läuft. Also, es gibt viele divergierende Sachen, die ich Ihnen hier gerade erzählen und erklären kann. In meinem Dafürhalten gilt es, entspannt zu bleiben. Gilt es, sich klarzumachen, was will ich eigentlich? Was ist mein Anlagehorizont? Und wenn ich übergeordnet hier investiert sein möchte, dann muss man sich auf jeden Fall klar machen, dass das hier eine, kriege ich es nochmal richtig gezeigt? Dass das hier eine große Unterstützungszone ist, verzeihen Sie bitte vielmals. So, und das ist unwahrscheinlich, dass die Bericht, wie Sie das hier mit Ihrem Chancen-Risiko-Verhältnis machen, wie Sie Ihre Positionsgröße auswählen, werden aber entscheidend sein, ob Sie am Ende dann auch die Kraft haben, die mentale Stärke haben, diese Unterstützungszonen nachhaltig traden zu können. Wenn man sich Silber anschaut, Silber per Tagesschlusskurs sieht so aus, als würden wir hier unter diese horizontale 30,93 gehen. Jawohl, neue Tageskerze da. Wir haben drunter geschlossen, auch die Trendlinie. Haben wir bärisch aufgegeben? Das ist eben eher schwach, als dass es stark ist, auch wenn wir hier überverkauft sind und wir eine große Unterstützung haben mit der 200-Tage-Linie. Deswegen gilt es jetzt auch nicht, sofort bullish zu werden. Aber mit dem, was man hier sieht, haben wir Potenzial, noch einmal hier diese Zone um die 30,58 möglicherweise noch ein bisschen tiefer zu testen. Aber auch hier übergeordnet haben wir eine Bullenflagge und haben hier eine große Unterstützungszone. Alles, was so in Richtung $30 läuft, ist eine große, große Unterstützung. Und deswegen in meinem Dafürhalten keine Zone, um bärisch zu werden. Der Blick auf Kupfer. Kupfer, da braut sich so ein bisschen was zusammen. Wir hatten ein gleichschenkliches Dreieck. Das hatte sich bullisch aufgelöst gehabt. Wir haben gesagt, wir gehen hier oben nicht nochmal zusätzlich bullisch in den Markt, weil wir hier eine Widerstandszone hatten. Und weil der Markt schon relativ stark bullisch gelaufen war, hat vom Chancen-Risiko-Verhältnis nicht gepasst. War gut, der Markt kommt zurück, setzt an die 20-Tage-Linie dran, macht dann ein höheres Hoch und ein höheres Tief. Die K&D-Linie sind um die 60er-Marke umeinander umschlungen. Das Momentum ist oberhalb der Nulllinie. Wenn man sich das Ganze im 4-Stunden-Chart anschaut, vielleicht erinnern Sie sich daran, ich hatte Ihnen gesagt, großes gleichschenkliges Dreieck, bullisch aufgelöst worden. Wenn nochmal das Dach getestet wird, kann es sehr interessant sein. Ich habe es nicht gekauft, kann ich Ihnen sagen. Wir haben aber jetzt mittlerweile hier auch eine bullische Keilformation, während wir immer wieder hier auf das Dach setzen, also diese Unterstützungszone im Bereich der 3,71. Wenn diese bullische Keilformation bullisch aufgelöst werden sollte, dann haben wir Potenzial, an die 3,79 ranzulaufen. Ob es dann nachhaltig sein wird, das wird man abwarten müssen. Da müssen Sie, wenn Sie das traden, in der Lage sein, Ihre Position anzupassen, eine Strategie zu haben, wie Sie hier durchgehen. Wenn Sie keine Strategie haben, fassen Sie es besser nicht an, denn es ist nämlich so, dass wir über die Woche immer noch diese trendbegrenzende Linie haben und die horizontale bei 3,78 per Wochenschlusskurs. Und deswegen, wenn Sie den Bullcall traden, kann sein, dass jetzt noch ein bisschen nach oben kommt und sofort wieder abverkauft wird. Es sei denn, Sie haben eine Strategie, wie Sie das auf der bullischen Seite traden können. Hier braut sich etwas zusammen. Wenn Sie das nicht haben, warten Sie den höheren Schlusskurs per Wochenschlusskurs ab, bevor Sie dann hier eine bullische Bewegung in die eine oder andere Richtung traden. Wichtig ist, bei den Edelmetallen noch einmal, wir haben gerade eine trendlose Zeit. Da verzeiht es einem der Markt, wenn man keinen Stop-Loss hat. Man setzt keinen Stop-Loss, der Markt läuft gegen ein. Und dann kommt er aber auch nochmal zurück. Man denkt sich, ah ja, Glück gehabt. Jetzt ist ja alles in Ordnung. Man schafft es vielleicht sogar nochmal, die Position im Plus abzuschließen. Je länger ein Markt in der Seitwärtsrange läuft, desto eher fangen die Trader an, ohne Stop-Loss zu arbeiten. Weil sie das Gefühl haben, der Markt kommt ja nochmal wieder.
Also wenn ich jetzt einen Stop-Loss habe, dann werde ich nur ausgestoppt und dann kommt der Markt aber nochmal zurück und ich habe nur unnötigerweise einfach Verluste realisiert. Machen Sie sich klar, je länger wir so eine quälende Seitwärtsrange haben, desto stärker wird die anschließende Dynamik sein. Und wenn Sie dann ohne Stop-Loss traden, ja, dann gnade Ihnen der Markt, denn dann wird der Markt extrem stark, extrem dynamisch laufen und da können Sie sehr, sehr lange darauf warten, dass er wieder zurückkommt. Und deswegen gilt es auf jeden Fall, wenn Sie eine Position im Markt haben, dass Sie diese Position mit einem Stop-Loss absichern. Bitte traden Sie immer mit einem Stop-Loss, wenn Sie mögen. Ich bin morgen wieder für Sie da mit einer Rohstoff-Tagesausgabe und selbstverständlich dann auch wieder mit einer Forex-Ausgabe. Negeo hat Ihnen eine Forex-Ausgabe zur Verfügung gestellt. In meinem Dafürhalten exzellent, wunderbare Sachen für Daytrader, aber auch für Swingtrader, obwohl das gerade schwierig ist, das rauszusuchen. Und für Positionstrader hat er Ihnen auch nochmal was rausgesucht gehabt beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar. Ich weiß gar nicht, ob er es heute gezeigt hat, aber hat er Ihnen, glaube ich, vorgestern gezeigt. Und das ist sehr, sehr stark und sehr bärisch heute nach unten gelaufen. Konnte man also auch als Positionstrading durchführen. Morgen natürlich auch Silvio für Sie da. Wichtiger aber als das, was wir Ihnen zur Verfügung stellen, ist, dass Sie alle hoffentlich gesund bleiben. Bleiben Sie alle gesund und wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstradern doch bitte gewogen. Mein Name ist Hamed Esnachari alias Wolke P.